Ein herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 20 Spiegel League Rewards. Heute sind wir in der zweiten Woche angekommen und wir starten mit den Legion League Belohnungen. Wir haben Gold 3, sprich ein 50k Set, 2 Megapacks und 2 Spielerwahlobjekte. Wir machen das erste Spielerwahlobjekt und ziehen Wijnaldum, der ist ja mega nice. Und im zweiten haben wir schon wieder Wijnaldum. Dann nehmen wir Chirpsey, wo man ihn ausspricht. Tun beide den Verein. Dann öffnen wir das erste Megapack. Und wir haben Ägypten. Nee, was für eine Nation ist das? Inform auf jeden Fall. Azoma. Was für eine Nation? Ups. Wir gucken später nochmal, was für eine Nation er war. Dann öffne ich jetzt das zweite Megapack. Spanien. ZOM. Das ist Sarabia, 83er. Mal hoffen, dass wir noch einen Workout bekommen. Der kommt auf die Transferliste. Dann öffnen wir das letzte 50k-Set. Und da ist nichts drin. Die auf die Transferliste und dann geht es jetzt zu den Division Rival Awards. Mal schauen, was für Belohnungen werden das denn überhaupt. Wir nehmen die untauschbaren Belohnungen. Öffnen das erste Prime Electrum Spielerset. Vielleicht mal einen Workout dabei haben. Dann jetzt Jordan Statement Spieler. Matic hat auch schon mal mehr Tempo gehabt. Dann öffnen wir das Prime Elektrum Spieler Set. Und dann wieder einen Statement Spieler. Jetzt verbleiben uns noch 2 Megapacks. Den Markus. Megapack Nummer 1. Und wieder mal ein seltener Spieler. Vasquez. Und jetzt kommen wir zum letzten Pack. Die Full Champions Rewards waren auf jeden Fall mega. Die roten Karten. Und der Rest. Ja. Jetzt haben wir erstmal Deutschland, ZM, Manchester City, Union, aber halt Antrade. Dasselbe wäre wahrscheinlich einiges wert gewesen. Also waren die Antrade-Belohnungen auch recht gut. Und Fernandinho. Könnte man sich fast überlegen, ein englisches Team zu bauen. Haben wir sonst irgendwas drin? Nein. Nein, was ist von den Food Champion Rewards. Ich bedanke mich mal zu sehen. Bis zum nächsten Mal, euer Elisa. Ciao.